Segel! Ja, genau! Alle Segel! Ein Schoner? Nein, den schone ich mal. Aber hier links sehe ich eine Art Siedlung. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ich werde da einfach mal hinterlistigerweise anlegen und mal sehen, was die Leute dagegen tun. Genau, zurz so schön fest, die Dings- und Dings-Segel. In die Wanten, alle Segel öffnen. Andocken. Greystone, Siedlung, renovieren, Truhen, Sammelobjekte, Aussichtspunkte. Ah, guck mal einer an. Französischen Pulverreserven zerstören, Signalfeuer entzünden, den Anführer ausfindig machen und weglöten. Aha, aha. Ja, dann mache ich mich doch mal gleich an die Arbeit. Da hinten ist ein Aussichtspunkt, den sollte ich mir mal holen. Der wird mir auf meiner Reise wertvolle Dienste erweisen. Aber erstmal wollen wir diesen Aussichtsposten hier mal... Hey, du da! Darf ich dir einen gut gemeinten Rat geben? Der Rat lautet... Ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen. Wo ist denn dieser Aussichtspunkt? Da oben. Das sieht ja fast so aus, als würde ich da von hinten rum rankommen. Weil ich sehe, da geht's rauf. Da geht's rüber. Aussichtspunkt. Ja. Bürger retten. Wo ist das denn jetzt? Da wird jemand angegriffen. Was erlaubt ihr euch eigentlich? Ja, diese korrupten Rohlinge. Alles in Ordnung, werter Bürger? Ich verdanke euch so viel. Ja, ein Netz Mandarinen verdankst du mir. Aussichtspunkt ist da oben. Guck mal einer an. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich wieder weg vom Aussichtspunkt. Deshalb erstmal Aussichtspunkt. Aussichtspunkt, man. Komm schon. Kletter. Ah, und hier von dir hat man tatsächlich eine hervorragende Aussicht. Schau sich das mal einer an. So mir nichts, dir nichts. Voller Aussicht alles. So, was kann ich denn von hier oben sehen? Diverse Leutchen. Da sind die Pulverreserven. Und da hinten ist das Leuchtfeuer. Beziehungsweise da könnte auch der Anführer sein. Ich spring erstmal runter. Näheres klärt sich, wenn wir unten sind. Hallo Pulverreserven. Tschüss Pulverreserven. Bist du sicher, dass ich das nicht kann? Ich glaube, ich habe es gerade getan. Wer hat mich denn gesehen? Hier ist doch... Da ist jemand. Da war jemand. Leg dich hin. Shh, es ist alles okay. So, und wo ist der Anführer? Der ist hier irgendwo versteckt. Nein, du hast mich nicht gesehen. Der bildet sich das doch nur wieder ein, mich gesehen zu haben. Oh, was? Aha, du bist der Anführer, richtig? Na, komm schon. Komm schon. Au, nicht du, ich meinte den Anführer. Der sollte schon kommen. Greif an. Oh, yeah. Erledigt. Oh, der will eine Bombe werfen. Spinnt er denn? Ich hab was Wichtiges zu erledigen. Ich muss da oben das Leuchtfeuer anmachen. Au. Rad ab? Blöde Frage. Natürlich hast du ein Rad ab. Hallo, 4 gegen 1 ist unfair.
Und dann schießt er noch mich. Das sind ja schon 5 gegen einen. Ja, ja. Je suis Wildbret oder was auch immer. So, Problem gelöst. Au! Spinnst du? Ich schieße gleich zurück. Zeitlupe? Wenn ich jetzt kurz regenerieren könnte, das wäre natürlich ganz hervorragend. Da würden wir uns alle sehr drüber freuen, bevor die Eumel da unten hier hochkommen. Nö, jetzt gehen die einfach weg. Ach so, ja, weil die mich hier oben nicht mehr sehen, natürlich. Spazieren die einfach von dannen. Ja, bitte, wenn du mich nicht siehst, dann gehe ich mal schnell hier rauf. Von wegen Leuchtfeuer und so, ne? Interagieren. Und zack, da ist das Signalfeuer. Oh, die stehen mitten in den Flammen. Tada! Da wird der Union Jack gehisst. Und schon habe ich den Laden hier übernommen. Bin ich gut oder bin ich gut? Ratte! Da war eine Ratte. Sehr niedlich. Haha, und selbstverständlich nach getaner Übernahme wollen wir hier noch ein bisschen aufräumen, oder? Das macht ja auch so ein bisschen den Spaß mit aus. Die ganzen Collectibles einsammeln. Guck mal, hier haben wir noch so ein Collectible. Und was haben wir denn noch? Da. Ach, da oben auf dem Schornstein. Ja. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Ja. Jetzt werden die wieder sauer, weil ich ihn angerempelt habe. Soll sich mal nicht so anstellen. Und nur ein kleiner Rempler. Und hüpp. Und hier unten kann ich anscheinend die Taverne noch übernehmen. Guten Tag, die Herren und die Dame. Taverne, schalten Sie Tavernen frei, indem Sie Schläger verprügeln, aber gerne. In jeder Stadt, jedem Dorf und jedem Lager gibt es eine Taverne. In Tavernen können Sie Besatzungsmitglieder anheuern, Informationen vom Wirt erhalten und Minispiele spielen. Da ist ja richtig der Teufel los. Da kann man ja alles machen, was überhaupt denkbar ist. Und Musik wird auch gespielt. Hey, du, Alter, hast du gerade dein Getränk auf mich verschüttet? So, jetzt wird hier... Aber richtig los, komm, voll drauf. Du willst mich angreifen? Der Tisch geht auf meine Rechnung. Au. Und du auch noch. Komm schon. Ja, ihr verdammten Snicks. Oder hat er Snakes gesagt? Ich weiß es nicht. Tada. Hey, du da, was spielt man hier? Soll ich mal eine Runde spielen? Ich kenne das Spiel nicht, aber ich probiere es mal aus. Fanorona. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Es wird auf einem Spielbrett in 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Ich verstehe es jetzt schon nicht. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann, gegnerische Steine zu schlagen, indem er seine Steine entlang der Linie entweder auf einen gegnerischen Stein zu oder von ihm wegbewegt. Ziel, schlagen Sie alle Steine des Gegners. Regeln, schlagen Sie gegnerische Steine, indem Sie auf sie zu oder von ihnen wegziehen. Wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle ununterbrochen auf derselben Linie dahinterliegenden Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf ein benachbartes leeres Feld ziehen. Wenn es nach Entfernung eines gegnerischen Steins möglich ist, einen gegnerischen Stein zu schlagen, kann der Spieler so lange Züge verknüpfen und weiterziehen, bis er nicht mehr schlagen kann. Ein Stein darf innerhalb eines Zuges nicht zweimal auf dasselbe Feld gezogen werden. Oh Gott, ich werde so versagen, weil das Spiel den ersten Zug machen. Ja, warum nicht? Ich wette mal 50. So. Ja. Wette abschließen. Ja, ich möchte um 50 spielen. Ich möchte 50 verlieren, um genau zu sein. Ja,
Ah, okay. Ich habe den davon weggezogen. Und dann hat er den... Also wenn ich jetzt den da hinziehe, sammle ich die zwei ein. Dachte, ich darf noch mal ziehen dann. So, nehme ich die beiden auch noch mit. Oh nein, jetzt sammelt er den ein. Hör auf! Dieses Spiel ist grotesk. Wenn ich den... Nein, warte. Wenn ich den... Wenn ich den... dahin ziehe... Ja, ich entferne. Zack, siehst du, habe ich drei einkassiert. Und dann stelle ich ihn... Kann ich den auch noch dahin ziehen? Nein. Dahin. Und den einkassieren. Und dann kann ich ihn dahin ziehen und die beiden einkassieren. Hey, so macht das Laune. Oh, oh, der kann das aber auch. So. Bop, bop, bop. Bin ich mir zufrieden. Wenn du damit zufrieden bist, ist ja gut. Oh, der, warte. Ich kann natürlich den dahin und den mitnehmen. Er legt es aber drauf an. Ja, ich lege es voll drauf an, da hast du recht. Man kann die auch von denen wegbewegen, stimmt ja. Aber... Wenn ich ihn dahin ziehe, kann ich den einnehmen. Und ich kann ihn dahin ziehen. Kann ich den mitnehmen. Ach so, und von dem wegziehen, dann kann ich die beiden mitnehmen. Oho, sag bloß, ich habe eine Chance, das zu gewinnen. Das wäre ja unfassbar. Mist, jetzt ist er erstmal dran. Und da schwimmen meine Steine. Herrlicher Schuss. Sieht man nicht oft sowas. Nee. Aber, pass auf. Auf den zu, dann habe ich den da weg. Hm. Was? Oh. Ich bin ein Trottel. Oh. Ich glaube nicht, dass ihr das schlagt. Sicher, wenn ich den dahin ziehe, dann passiert Folgendes. Nichts. Naja, drei Steine gegen drei Steine. Jetzt bin ich am Ende, wa? Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich versuche es zumindest. Du sollst ihn dahin schieben. Was willst du denn? Und schieb ihn halt... Ach so, zurück, dann kassiere ich den ein, natürlich, sollte ja. Sollte reichen. Dieses Spiel ist merkwürdig. Wenn ich den dahin schiebe, ist er noch sicher. Glaube ich. Macht aber auch Sachen. Und so wäre auch nicht klug. Und so wäre auch nicht klug. Schieb ihn mal dahin. Den jetzt mal bewege, nur so zum Spaß. Ah, Mist, jetzt kann er den hier runterschieben. Das macht er bestimmt auch. Ich weiß, dieses Spiel ist sehr, sehr spannend, aber das wird sich gleich nicht mehr ändern.
Es ist gleich vorbei, keine Sorge. So. Jetzt spielen wir ein bisschen schneller hier. Wir müssen mal ein bisschen Tempo in die Sache bringen. Das ist quasi... Nee, so. Ich glaube, der Computergegner spielt viel zu schlau für mich, offensichtlich. Jetzt mach schon, der braucht noch mal so lange, bis er den nächsten Zug macht. Nein. Ja. Nein, nein, wenn ich den dahin schiebe, habe ich verloren. Wenn ich den da oder dahin schiebe, habe ich den auch verloren. Aber irgendwas muss ich ja machen. Der Computergegner schiebt jetzt auch nur noch doof hin und her. Oh, den habe ich verloren. Weißt du was? Das dauert mir alles zu lange hier. Komm. Dann habe ich halt verloren. Zack. Ja, das war ein tolles Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache mich dann mal vom Acker. Ich habe keinen Bock, noch mehr Geld zu verlieren bei euren schimmeligen Schimmelspielen hier. Ich bin dann mal weg. Nee, also das Spiel fand ich eher so ein bisschen lahm. So ein bisschen lahm, aber nur ein bisschen. Oh, da hinten kann man jagen. Nee, aber pass auf, da ist noch eine Truhe. Die ist näher dran. Wir müssen ja auch ein bisschen truhen hier in der Gegend. Oh, Entschuldigung. Oh, ein Hund. Hallo, Hund. Oh, der schmeißt sich hin. Tierstreicheln. Ja, feiner. Ja, ganz lieb. Mhm. Ein paar nette Hunde. Das finde ich auch schön. Hier so rumstromern. Oh, eine Truhe. Nein, du sollst nicht ins Wasser springen, du Trottel. Kriegst du nur nasse Füße. Und hier haben wir noch eine Fähre. Überqueren wir doch mal den Fluss. Ja, warum nicht? Wir haben ja sonst nichts weiter zu tun. Na nee, gut, eigentlich hätten wir schon weiter was zu tun, aber wir haben ja sonst nichts weiter zu tun. Was ist das jetzt für eine Insel hier? Moment, das ist doch... Oho! Ein Bandenhauptquartier? Wo ich schon mal hier bin? Warum nicht? Sklavenhändler töten? Bandenführer finden und töten? Flagge der Bande streichen. Ja, Sklavenhändler, da bin ich sowieso schon mal allergisch. Da wird hart durchgegriffen. Jetzt will nur einen Überblick verschaffen hier. Ein Überblick verschaffen. Ist hier denn ein Aussichtspunkt irgendwo? Nö. Na, dann muss ich mich hier so durchräumeln. Ich steig denn mal aufs Dach. Da hat man gleich eine bessere Übersicht. Den soll ich löten. Der ist natürlich außer Reichweite. Kann ich den mit so einer Granate vielleicht erreichen? Nee, auch nicht. Schade. Da muss ich mir was anderes überlegen. Jemand glaubt, er hätte mich gesehen, aber es ist natürlich nicht der Fall. Ich bin versteckt wie ein Zeisig im Gebüsch.